Viel Spaß bei Marienhof. Mit freundlicher Unterstützung von Rispinos. Von Onkel Benz. Wir haben sie überall gesucht. Ich werde euch alles erklären. Mama, ich möchte zu dir kommen. Nach Hause. Nach Italien. Was soll denn diese Tränendrüsenkacke? Wir sind doch keine Sozialstation. Ich verstehe nicht. Das, meine liebe Billy, war deine letzte Sendung. Du bist gefeuert. Dass du hier ein Dämmerstündchen abhältst. Ich halte hier kein Dämmerstündchen ab. Ich warte darauf, mit dir deinen Erfolg zu feiern, Dummerle. Klar, lass uns meinen Erfolg feiern. Hm? Komm, setz dich. Du hast sicher Hunger. Oh ja, ich habe den ganzen Tag nichts Anständiges gegessen, vor lauter Aufregung. Eben, habe ich mir gedacht. Aber der Show hat mir nichts davon gemerkt. Da warst du frisch, natürlich, schlagfertig. Einfach toll. Ich bin richtig stolz auf dich. Hm. Bist du mit den Leuten da was trinken gegangen? Wie kommst du denn darauf? Naja, ich warte hier schon eine Weile. Oh, es tut mir leid. Hat Pfeiffer die nächste Sendung mit dir besprochen? Hm? Was sagt er denn jetzt? Erzähl doch mal. Ach, da gibt's nicht viel zu erzählen. Er hat mich gefeuert. Was? Der kann dich doch nicht einfach so feuern. Nach der Sendung. Doch, gerade nach der Sendung. Doros Auftritt hat ihm mächtig gestunken. Hat mich angefaucht, das... Ach, ist auch egal. Nomen ist Omen. Auf Pfeifer die Pfeife. Ich werde auch ohne Fernsehkarriere glücklich. Mhm. Und zwar mit mir. Du bist lieb. Und ich bin trotzdem stolz auf dich. Theresa, ich bleibe bei dir. Ich habe geschlafen. Oh, Tita Mia, habe ich dich geweckt. Mi dispiace. Macht nichts. Ich habe so schrecklich geträumt. Ein povera Tita, was hast du auch alles durchgemacht? Komm nach Hause. Hier werden dich die schlechten Träume nicht finden. Das wäre schön. Ich habe dein Zimmer schon hergerichtet, Tita. E ti fai preparare una bella lasagne. Wann kommst du? Morgen. Morgen Abend will ich losfahren. Warum ist morgen? Es... Mama, es geht nicht. Warum? Ich muss das Kino der neuen Pächterin übergeben und meine Wohnung auflösen. Und... Tita Amore, denk daran, dass deine Mama auf dich wartet. Hier wirst du Ruhe finden. Ja, das wünsche ich mir auch. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich mir das wünsche. Ciao, Mama, bis bald. Ciao, Piccola. Mama.
Katinka? Was machst du denn hier? Was habe ich bloß getan? Ich schäme mich so. Mama, du darfst nicht weinen. Ich weine doch gar nicht. Ich schäme mich nur. Tinka, du darfst nicht schlecht von mir denken, nein. Das tue ich nicht, Mama, das tue ich nicht. Da siehst du, was du angerichtet hast. Ich? Wer hat denn Mamas Sachen vor die Tür gestellt? Es tut mir leid, es gibt keinen anderen Ausweg. Es geht nicht mehr. Ach Gott, die Schlüssel. Wo habe ich sie denn? Ach ja, richtig. Habe ich Ihnen bei meinem Vertrag mitgegeben, ne? Ja, okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Theresa? Theresa! Geht's dir nicht gut? Mein Gott! Hey, du bist ja völlig durch den Wind! Es geht schon wieder, danke. Ich hab's furchtbar eilig. Ich will zu meiner Mutter nach Italien. Ach. Finde ich sehr falsch? Nein, nein, das finde ich sehr vernünftig. Wissen Sie, Frau Busch, hier im Marienhof. Schritt und Tritt tauchen diese Erinnerungen auf. Robert ist überall. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich kann dich so gut verstehen, Theresa. Du musst einen Neuanfang machen. Und da ist ein Ortswechsel immer hilfreich. Ich habe noch so viel zu erledigen. Die Wohnung. Kennen Sie vielleicht jemanden, der Möbel gebrauchen kann? Regale oder Stühle? Frag doch mal die aus der WG. Denen habe ich das schon angeboten. Aber die Wohnung muss bis morgen leer sein. Bis morgen? Ja, hast du schon einen Nachmieter? Nein. Oh, ja, so auf die Schnelle fällt mir auch keiner ein. Ich werde mich schon drum kümmern. Jetzt gehen wir erstmal. Sag mal, was machst du da? Oh, Scheiße, das kommt davon, wenn mir den Gedanken woanders ist. Ja, ist gut, dass du nur gegen die Karotte gewütet hast und nicht gegen deinen Daumen. Oh, fehlte noch wegen der Pfeife. Ja, Pfeife, hab ich mir noch gedacht. Dann muss ich mich von diesem Typen anflauen lassen, nur weil ich Doro auf die Bühne bringe. Ach, Willi, vergiss ihn einfach. Das ist doch wahr. Das ist ja pure Sozialkitsch. Sozialkitsch. Ich hab mir doch was dabei gedacht. Und dem Publikum hat's auch gefallen. Ja, klar. Die wollen doch nicht immer nur die handverlesenen Profis sehen. Aber das kapiert diese Trillerpfeife doch nicht. Ruf ihn an und mach's ihm klar. Das bringt doch nix. Immer noch besser, als diesen unschuldigen Karotten auszulassen. Meinst du wirklich? Mhm. Warum eigentlich? Und wenn ich ihm nur noch mal meine Meinung ins Ohr pfeife? Das ist die Billy, die ich liebe. Ja, guten Tag, Billy Vogt. Ich möchte Herrn Pfeiffer sprechen. Das möchte ich ihm selbst sagen. Ja, dann schauen Sie bitte nach, ich warte. Angeblich nicht da. Dabei habe ich seine Stimme ganz genau im Hintergrund gehört. Ah, nicht in seinem Zimmer. Ach so. Ja, kein Wunder, wenn man im Sekretariat rumhockt. Und heute Nachmittag? Ach, den ganzen Tag außer Haus. Na, wie gut, dass Ihnen das noch rechtzeitig eingefallen ist. Wiederhören! Lässt sich von seiner Sekretärin verleugnen. Der feige Hund. Sollen wir dir helfen? Danke, Tinka. Sind ja nur ein paar Kleinigkeiten. Aber wir können dir auch irgendwas... Du hast doch gehört, sie will nicht. Könnt ihr mich denn gar nicht verstehen? Wir haben verstanden. Du gehst jetzt zu Detmar, nicht wahr? Nein. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde nach Erfurt zu Oma und Opa fahren. Und dort könnt ihr mich jederzeit erreichen, wenn ihr mich braucht. Und hier? Hier bist also fertig. Ja, ich werde mich von Kalle... Ich werde mich von eurem Vater trennen. Das ist für uns alle das Beste. So, findest du? Sei doch nicht so kindisch. Tobias,
Du selbst hast doch von mir verlangt, dass ich mich klar entscheiden soll. Und ich fand, das war wirklich sehr vernünftig und sehr erwachsen von dir. Und ich habe mich... Ich will aber nicht erwachsen sein! So, in ein paar Minuten ist Robby hier. Was geht denn hier eigentlich ab, Mann? Ich sitze hier schon seit einer halben Stunde wie eine Blöde. Ich lass mich nicht länger hinhalten. Das tut mir leid, er ist immer noch beim Essen, das dauert. Wenn Sie meinem Bruder gesagt hätten, dass ich hier auf ihn warte, dann wäre er schon längst da. Ich hab's ihm gesagt. Der Stuhl ist umgefallen. Ja, Mann. Ich kenne meinen Bruder. Der will nur eins, so schnell wie möglich weg hier. Verstehen Sie? Weg! Den Eindruck habe ich nicht. Am Anfang hat er sich ein bisschen schwer getan, aber inzwischen fühlt er sich wohl. Und von Tag zu Tag geht es besser. Das ist ja wohl ein Witz. Ich glaube ihm kein Wort. Was hältst du davon, wenn wir beide eine richtig schöne, fette Sahnetorte essen? Ich bin total satt. Wir können ja in den Zoo gehen. Willst nicht. Oder wir gehen... Kommst du? 2 Minuten, okay? Okay, okay. Sag mal, war das nicht dieser Sebastian, der dich immer verprügelt hat? Was will denn der von dir? Sebastian? Der ist jetzt mein Freund. Der beschützt mich immer. Wir wollen jetzt Fußball spielen. Ach so. Bist du jetzt böse? Nein. Tschüss. Tschüss. Sag mal, wie bist du eigentlich auf diese Moderatorin, diese... Billy Vogt. Genau, wie bist du eigentlich auf diese Frau gekommen? Okay. Ich gebe zu, dass es ein Fehler war. Ich, hätte mir diese sogenannten Talente vorher ansehen müssen. Aber du weißt ja, wie das läuft. Immer alles auf den letzten Drücker. Und dann ist die Show so über den Bildschirm geflimmert. Das war... War gut. Ja, es war live, es war authentisch, es war ehrlich. Kurz, es war einfach gut. Ja. Ja, schon, aber... Mensch, Gerald, deine hohen Ansprüche in Ehren. Aber wenn jemand das Zeug dazu hat, solche echten Töne aus Leuten rauszuholen und damit auch noch das Publikum zu berühren, na dann diese... Billy Vogt? Genau, die Frau ist eine Entdeckung, deine Entdeckung. Ein unverbrauchtes, frisches Gesicht. Ja, ihre frische Ausstrahlung hat mich auch gleich fasziniert. Aber die Moderation... War doch bestens. Ja. Ja, na klar, da habe ich auch lange dran arbeiten müssen. Sie ist sozusagen ein Rohdiamant, dem noch der richtige Schliff fehlt. Und den wirst du ihr verpassen. Ich? Wer sonst? Dieser Rohdiamant und du als alter Profi, Mann, ihr seid doch ein super Gespann. Ja, meinst du? Klar, pass auf, die bringen wir ganz groß raus, die macht Quote. Na klar. Ich habe gerade erfahren, dass Annika krank geworden ist, wahrscheinlich für länger. Du bereitest deine Billy vor. Sie soll erst mal einspringen. Dann werden wir weitersehen. Wie, du willst Billy aus dem Stand Herzklopfen moderieren lassen? Die Show, die unser absoluter Renner ist? Traust du ihr das wirklich zu? Warum nicht? Ich wünschte, wir hätten mehr Leute mit deinem Riecher für neue Gesichter. Ja. Hm? Aber man muss natürlich auch den Mut haben, in diese Begabung ein bisschen zu investieren, nicht wahr? Hm? Ja. Da, was ist das? Für dich. Komm mit, aber sehr leise, wir sind nicht allein. Es ist im Augenblick alles, was ich habe. Aber du bekommst dein restliches Geld, auf jeden Fall. Ich will dein Geld nicht. Steck es wieder ein. Wieso? Willst du jetzt doch zur Polizei? Quatsch, ich brauch das Geld nicht. Schmier's dir in die Haare. Aber warum denn? Ich hab das Geld gebraucht, um mit meinem Bruder nach Spanien abzuhauen, verstehst du? Aber plötzlich gefällt's ihm im Kinderheim. Er hat sogar Freunde gefunden. Ich... Also, kapier doch. Das Ding ist abgeblasen. Doro, wenn es ein Trick sein soll. Warte bitte hier. Da. Nimm's als Andenken mit. Geh jetzt, verschwinde. Los. Ja, das ist alles. Ansonsten, ach, Sie wissen ja Bescheid. Sie haben ja meine Telefonnummer, falls es dann doch... Friedrich? Corinna, ich habe dich überall gesucht.
Sag mal, wohin willst du denn? Weg. Komm, also weglaufen hat doch keinen Sinn. Ich gebe zu, ich habe mich neulich etwas missverständlich ausgedrückt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Gut. Ich habe mich wirklich nicht geschämt für dein öffentliches Bekenntnis zu mir. Ganz im Gegenteil. Ich habe lange, lange auf so ein Wort von dir gewartet. Aber als du es dann gesagt hattest, hat es mich doch überrascht. Es wird alles gut. Super. Oh, können wir die Töpfe auch mitnehmen oder brauchst du die noch? Könnt ihr haben. Ich bin ja froh, wenn das Zeug weg ist. Ja? Top. Wunderbar. Wahnsinn. Top. Sie sind doch fast wie neu. Gewinnest. Oder nicht? Oh, die Lampe ist auch nicht schlecht. Brauchst du die? Bastian, du bist maßlos. Nein, nein, nehmen Sie nur. Ja? Ja. Die ist doch schön. Top. Also. Oh je. Vorsicht, schön ausbalancieren. Ja, ja. Und nochmal tausend Dank. Und viel Glück in Italien, ja? Ja, mehr Glück als bisher. Danke. Hallo. Ja. Bitte? Ja, ja. Wollte nicht lieber zweimal gehen? Ja, oh, das machen wir schon. Tschüss. Oh. Tschüss. Das war wohl nix. Na bitte! Ist doch schon allerhand weg. Aber es steht doch noch so viel herum. Mach dir keine Sorgen, Theresa. Ich kümmere mich um einen Nachmieter. Und ich werde auch zusehen, dass er den Rest der Einrichtung übernimmt. Ich bin Ihnen so dankbar, Frau Busch. Ja, schon gut. Ich wünsche dir einen ganz, ganz guten Start in deiner Heimat. Danke. Wann fährst du denn? Morgen. Naja. Dann sehen wir uns ja noch. Hm? Mein Gott, die waren so stürmisch. Die haben den Schal hier runtergerissen. Oder hat Mascha den verloren? Nein, das ist meiner. Och, die haben ihn ja ganz schmutzig gemacht. Du, das sieht ja aus wie Blut. Ja, ich hatte gestern noch ein starkes Nasenbluten. Ich hab vergessen, ihn auszuwaschen. Hoffentlich kriege ich das jetzt noch raus. Versuch's mit Gallseife. Hilft immer. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Schon wieder was zu feiern? Klar, das Einzige, was auf dieser Welt wirklich zählt, unsere Liebe. Ich muss nur noch den passenden Love-Song finden. Oh, das klingt ja vielversprechend. Oh, aber ich fürchte, für das, was wir beide füreinander empfinden, reicht meine Plattensammlung leider nicht aus. Und ist wirklich alles okay für dich so? Ach, klar. Dieses idiotische Showgeschäft, also darauf kann ich wirklich verzichten. Ich mache lieber keine Karriere als eine von Pfeifers Gnaden. Sag doch mal selber. Muss ich mich von so einer Oberflöte rumkommandieren lassen? Pah. Aber am Anfang hat sie doch ganz gut gefallen. Ja, klar. Es ist schon ein wahnsinnig geiles Gefühl, im Scheinwerferlicht zu stehen und weiß ganz genau, tausende von Menschen gucken dir gerade zu. Ach, das ist so wie ein Rausch. Aber jetzt möchte ich mich an dir berauschen. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind immer noch nicht zu Hause. Dann sind wir jetzt eben doch zu Hause. Je später der Abend, desto tiefer die Reue. Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Wie bitte? Ja, für mein unmögliches Benehmen gestern Abend. Du hattest recht, es war richtig. Und es war gut, diese Dora auf die Bühne zu holen. Was ich gesagt habe, war unmöglich. Ich nehme alles zurück. Ja. Ja, außerdem habe ich ein neues Angebot für dich. Eine andere Sendung, unser Quotenrenner. Mehr kann ich jetzt noch nicht verraten. Ja, ich will nicht weiter stören. Wenn du willst, kannst du mich morgen anrufen.
Nur eins wüsste ich jetzt noch gerne. Nimmst du die Entschuldigung an? Mhm. Danke. Und tschüss. Wow. Wo waren wir stehen geblieben? Genau da. So, das wär's. Sagen, wie leid mir das tut mit meiner missverständlichen Äußerung. Ich allein bin an allem schuld. Mhm. Ich habe meine Familie zerstört, habe dich blamiert. Ich kann mich doch nirgendwo mehr blicken lassen. Ach, komm, nur weil du ehrlich warst und auf dein Gefühl gehört hast. Komm. Komm, ruh dich aus. Geht's mir schon viel besser. Weil du hier zu Hause bist. Ich geh schon, danke dir. Hallo. Sie hat nichts gesagt, aber ich glaube, sie will zu dir. Mabels willen, Theresa. Was ist denn passiert? Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe Robert erschossen. Ein schockierendes Geständnis. Wie soll Inge Busch mit dieser unfassbaren Neuigkeit umgehen? Im nächsten Marienhof. Das war Marienhof mit freundlicher Unterstützung von Rispinos, von Uncle Ben's.